Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallamat liman kathira amma ba'd. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute unsere Reihe über die Methoden des Scheitan fortsetzen. Zu seinen Methoden gehört es, die Menschen in die Irre gehen zu lassen, so dass er sie entsprechend ihren Neigungen und Wünschen leben lässt, ungeachtet der islamischen Regeln und göttlich-rechtlichen Bestimmungen und prophetischen Weisungen. Aus diesem Grund sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, und folge nicht der Neigung, auf dass sie dich nicht vom Allahs Weg abirren lässt. Und tadelte an zahlreichen Stellen in seinem Buch diejenigen, die ihre Begierde zu einem Gott genommen haben. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt am Ende von Surah Al-A'raf einige Verse zu diesem Thema. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, und verließ ihnen die Kunde von dem, dem wir unsere Zeichen gaben, und der sich dann ihrer entledigte, da verfolgte ihn der Scheitan, und so wurde er einer der Verehrten. Allah hat ihm Verse bzw. Zeichen zukommen lassen und machte ihn mit den Bestimmungen seiner Religion vertraut. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا, und verließ ihnen die Kunde von dem, dem wir unsere Zeichen gaben, und der sich dann ihrer entledigte. Obwohl er Allah kannte, seine Regeln und Gesetze, aber er entledigt sich ihrer, dies bedeutet, er hat sich nicht daran gehalten. Da verfolgte ihn der Scheitan. Derjenige hat den Rang eines Verehrten eingenommen, so dass der Scheitan ihm folgte auf dem Weg, auf dem er war, als er sich von Allah subhanahu wa ta'ala abgewandt hatte, so wurde er einer der Verehrten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, und wenn wir gewollt hätten, hätten wir ihn durch sie fürwahr erhöht. Das heißt, wenn Allah ihm das Gute bestimmt hätte, so würde er zu jenen gehören, die sich an diesem Vers hielten und ihn umsetzten. So wäre dies ein Grund für eine hohe Stellung, denn wer sich an die Religion Allahs hält, den erhöht Allah, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, und wenn wir gewollt hätten, hätten wir ihn durch sie fürwahr erhöht, aber er neigte zur Erde hin und folgte seiner Neigung. Ja, so neigte er zur Erde hin. So erwiderte er die Anordnung Allahs nicht. So bevorzugte er die Angelegenheiten dieses Lebens gegenüber den Angelegenheiten des Jenseits. Und so folgte er seiner Neigung. Das heißt, er folgte seinen eigenen Wünschen und hielt sich nicht an die Anordnungen seines Herrn. Aus diesem Grund hat Allah ihm nicht die Rechtleitung zu dem, was für ihn gut wäre, vorherbestimmt. Aus diesem Grund, meine lieben Geschwister, habe keinen Gefallen daran, dass was du an Wissen oder rechtlichen Kenntnisse besitzt oder was du an guten Taten verrichtest, und fürchte für dich selbst, dass Allah diesen Feind, den verfluchten Scheitan, gegen dich befähigen könnte, so dass er dich vom Pfad der Wahrheit abweichen lässt. Sei vorsichtig an all deinen Tagen, damit du deinem Feind nicht erwiderst, und schmälere nichts, wenn du deinem Feind folgst. Denn wenn du den Anweisungen deines Feinds in kleinen Dingen folgst, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis du ihm in etwas Größerem
als diesem folgst, was unvorstellbare Folgen mit sich bringen würde. Daher ergreife die Initiative und lege Reue ab für alles, was dir durch Nachlässigkeit passiert ist. Dadurch wird Allah subhanahu wa ta'ala dich von diesem Feind befreien. Barakallahu fikum und möge Allah uns alle zum Erfolg führen. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.